Manier ist, dass bei allen Festlichkeiten immer zusammengearbeitet wird. Es gibt gute Nachbarschaften, es gibt ein gutes Zusammenspiel, es gibt ein prima Vereinsleben und es lohnt sich jetzt auch. Ich sag dir, wie still ich hab gezählt. Dum, dum, du, du. Es gibt 50 Dinge, die ich an dir hasse. Und 51, die ich für dich mache. Und für das eine mehr werd ich nicht von dir lassen, Maria. Heute Nacht und 101 Tag. Steinhammer sind lauter im Garten, ne? Treffe ich hier von der Landesvereinigung, wie heißt das doch gleich? Landesvereinigung der Milchwirtschaft, der Sitz ist in Krefeld und hier sind ein runder Tisch für alle, die mit Milch zu tun haben. Angefangen vom Landwirt über die Molkerei, Einzelhandel und Großhandel und wir informieren über Milch und Milchprodukte, über den Gesundheitswert und wir haben auch die eine oder andere nette Rezeptbroschüre dabei. Ja, ohne das ehrenamtliche Engagement der Freiwilligen Feuerwehr zum Beispiel wäre eine solche Veranstaltung hier in Nieheim gar nicht zu meistern. Es ist Sonntag, der 7. September. Es ist 17 Uhr und 4 Minuten.
Der Käsemarkt nähert sich seinem Ende. Es sind drei wunderschöne Tage gewesen. Drei spannende Tage für alle Niehammerinnen und Niehammer. Und ich glaube, es waren auch drei schöne Tage für alle Besucherinnen und Besucher. Dieser Käsemarkt war der erste Käsemarkt mit dem Hauptsponsor Rewe. Und zur Tradition dieses Käsemarktes ist es geworden, dass immer um 17 Uhr eine Verlosung stattgefunden hat. Das wird auch heute so sein. Nur heute am letzten Tag wird dann auch das Objekt der Begierde, dieser beigefarbene Vespa-Roller, unter die Teilnehmer unseres Gewinnspiels gebracht. Jetzt passiert Folgendes. Alle, die Freitag und Samstag am Gewinnspiel teilgenommen haben, die bekommen jetzt auch nochmal eine Chance. Das heißt, alle Gewinnspielkarten der vergangenen zwei Tage werden jetzt nochmal in die große Losbox geschüttelt, damit auch alle, die sich am Gewinnspiel beteiligt haben, die gleiche Chance haben, den Hauptpreis, die Vespa, im Wert von 3.500 Euro abzustauben. Und Herr Mönnikes, das ist der Herr hier zur Linken, hat mir vorher noch einen Zettel zugesteckt mit den technischen Daten, damit es so aussieht, als hätte ich Ahnung von dem, was jetzt da verlost wird. Ich nenne die mal. Es ist ein Zweitakter mit einer Leistung von 4,4 PS und einem Verbrauch von 3,9 Litern auf 100 Kilometern. Er hat eine Reichweite von immerhin 220 Kilometern und ein Leergewicht für 102 Kilogramm für diejenigen, die nicht fahren möchten, sondern stemmen. Also, wer eine Langhantel hat mit 100 Kilo Gewichte, der kann jetzt auch diese Vespa sich auf die Bank legen und nach oben drücken. Also, es geht jetzt um den Vespa-Roller. Hier ist der Gutschein für den Vespa-Roller im Wert von 3.500 Euro. Die Älteren unter Ihnen kennen ihn noch, Harry Weinfurt. Ich fühle mich gerade so ein bisschen so, wie von der Preis es heißt. So, es gibt einen Gewinner. Es handelt sich um den 63-jährigen Gerd Baschtube aus Kassel. Herzlichen Glückwunsch an Gerd Baschtube aus Kassel, der jetzt in Hessen mit diesem Vespa-Roller vermutlich seine Runden dreht.